Hans, bei der Raiffeisen Schweiz übernehmen Berater von einer Firma namens Roland Berger ein bisschen das Zepter, zumindest was die Sanierung angeht. Also die Raiffeisen Schweiz in St. Gallen ist das Zentrum von dieser grossen Raiffeisen, 2000 plus Mitarbeiter. Jetzt holen die neuen Chefs, Guy Lachapelle, Heinz Huber, als erstes Beraterinnen. Was haltest du von dieser Massnahme? Ja, das ist gut, ja. Ja. Würde ich auch machen, wenn ich die wäre. Also, ich bin froh, dass ich die nicht bin, aber ja, das ist richtig, ja. Die machen das gut. Ja. Guy Lachapelle, Präsident, verdient 750'000 Franken. Für 70% oder so. Ah, nicht 100. Oh, nein. Ah. Ja. Der Heinz Huber kann auf 1,5 Millionen kommen. Das ist eine Verdoppelung zu dem, was er früher bei der Thurgau gehabt hat. Und das Erste, was sie machen, ist, sie holen Beraterinnen. Warum machen sie es nicht selber? Es kann verschiedene Gründe geben, um einen Berater zu nehmen. Das eine ist vielleicht, dass man einen Berater nimmt auf einem Gebiet, wo man halt nicht rauskommt, oder? Sagen wir, ich kann mich erinnern, bei der SK, bei der heutigen Credit Suisse, haben wir mal gesagt, wir gehen ins Versicherungsgeschäft und da haben wir die CS Life gegründet. Und es hat ja niemand etwas verstanden von Versicherungen auf der Bank. Und dann hat man McKinsey geholt und McKinsey hat ein Konzept gemacht und wir sind sehr erfolgreich mit dem. Mit CS Life, ja gut, aber das, Life, ist, das stimmt ja nicht, weil das war ja die Zeit von Allfinance, da hat man wieder Versicherungsgeschäft. Ja, das war ja vorher, aber die ganze Allfinanzgeschichte. Ja. Und das war ein Vorläufer in dem Fall von dem Gedanken, dass man das Bankgeschäft mit dem Versicherungsgeschäft verschmelzen kann, ist ja ein totaler Flop gewesen. Also ich würde nicht sagen, das ist erfolgreich gewesen. Nein, das ist sehr erfolgreich gewesen. Damals hat es so Obligationen zu 7% gegeben und du hast in der Versicherung, einmal Versicherung, 10 Jahre Laufzeit, hast du keine Steuern gezahlt drauf. Das ist ja die Versicherungslösung verwendet, um ein Bankgeschäft zu machen, langfristig, ja. Meisterhaft und das hat McKinsey gut gemacht. Aber das ist ja da nicht der Fall. Es ist ja nicht der Fall, dass die beiden, der CEO und der Präsident, nicht wissen, wie man eine Bank führt. Sondern da ist es, das ist der zweite Fall, wenn man einen Berater braucht, man braucht dann irgendeinen externen, oder? Warum muss ein externer sein? Was ist dann die Überlegung? Also ich glaube, die beiden und wahrscheinlich auch die meisten anderen Leute sind der Meinung, dass die Zentralen in St. Gallen 10-20% der Leute abbauen sollten. Also, die zwei kommen zum Schluss, hey, wir müssen da ein paar hundert abbauen. Sagt sehr gut, wie machen wir das? Ja, wir nehmen dann mal den Chef vom Rechnungswesen, soll das machen. Soll ich mal rechnen? Also, Projektleiter zum Abbauen. Ja, gut. Und dann wird im Rechnungswesen niemand abbauen. Und dann hast du, die beiden kommen auch von außen, die wissen auch nicht, wie die sozialen Netzwerke in dieser Firma führen. Sagen sie, ja, nein, komm, ist nicht so gut, wir nehmen den Personalchef. Nachher wird es im Rechnungswesen 20% eingespielt. Und im Personal wäre es Management Development plus 20 Leute. Okay. Oder also es geht eigentlich gar nicht anders. Es geht gar nicht anders. Würde es anders gehen, wenn die schon lange dabei wären, dann würden sie den Laden kennen, dann könnten sie es machen, dann braucht es keinen Berater. Ist das ein bisschen die Spezialsituation, dass sie eben neu sind? Oder ist per se so, wenn du abbaust, holst du einfach die Berater rein, die dann quasi sagen, wo du fett angesetzt hast? Es geht nicht nur ums Abbau, es geht darum, wenn du potenzielle Konflikte oder größere Konflikte hast, entweder im personellen Bereich oder vielleicht auch im strategischen Bereich, dass, wenn du einen internen nimmst, der ist immer eine Partei, oder? Du nimmst dann den von dieser Partei oder den von dieser Partei. Es ist fast ein bisschen wie ein Richter. Wobei, es ist klar, also, ich kann mich erinnern, als ich in der Telekurs war, haben wir einmal, als ich Präsident war, einen Berater von außen genommen. Und da hat mir der CEO gesagt, ja, nein, wir wollen doch das nicht, oder? Dann sagt man, wir brauchen einen Neutralen. Ich sage, der ist nicht neutral. Der macht genau das, was du willst, weil du unterschreibst im Vertrag. Also probiert herauszufinden, was du willst, und dann macht es. Also wird das da alles so sein? Ja. Huber, Lachapelle wissen, was sie wollen. Sie haben gesagt, wir haben höhere Kosten. Vielleicht hören sie das auch von den 250 Banken im Land aussen, oder? Ja, wo jetzt findet, jetzt sind sie aber ein bisschen gross geworden, ein bisschen fett geworden, abbauen und jetzt haben sie den Berater geholt. Okay. Ja gut, es hat dann bei der Raiffeisen noch etwas Spezielles. Es geht ja nicht nur darum, dass sie zu viele Leute haben, sondern es geht auch noch darum, welche Aufgaben sollen sie nicht mehr übernehmen. Eben, also gut, das ist ja die wichtige. Und jetzt kommt es spannend. Das eine ist ja jetzt einfach das Abbau, wo du sagst, look, in der jetzigen Konstellation, brauchst du einfach einen externen. Ja. Alles andere ist politisch so aufgeladen, wird mühsam. Okay, gut. Das andere Strategie. Ja. Was soll denn jetzt der St. Galler Tempel oder die Zentrale
noch für Leistungen erbringen? Sollen sie weiterhin gross bleiben, die Raiffeisen Schweiz, oder sollen sie ein Servicecenter bleiben? Und der Job macht dann auch Roland Berger oder McKinsey oder wer auch immer? Oder ist das wirklich dann eben doch Sache La Chapelle Huber, dass die das machen? Also das ist eben, das habe ich schon angesprochen, und dann werden dann La Chapelle und Huber werden hoffentlich im Land umreisen, mit den Banken reden, mit den, die das Geschäft machen, oder? Mit den Raiffeisen Banken, und dann kommen sie zurück und sagen, so müssen wir es machen, weil die Zentrale muss man reduzieren und etwas anderes machen. Und dann wird Roland Berger wird merken oder hören von den beiden, was sie wollen. Mhm. Und dann wird Roland Berger das von außen vorschlagen, neutral. Also, so das ist eben das, dass eigentlich der Berater muss herausfinden, was dann der Auftrag der will. Ja. Okay. Und jetzt noch zum Abschluss. Was stellst du dir für eine Reife in der Schweiz vor? Was soll die in Zukunft abdecken in dem ganzen Konglomerat? Also sie muss sicher die zentralen Dienstleistungen bringen, also den Zahlungsverkehr, Wertschöpfungsverwaltung, sie muss eine einheitliche Informatik pflegen, sie muss den Finanzausgleich unter diesen Banken machen. Oder? Die 250 Banken gibt es solche, die haben mehr Kundengelder, die anderen haben mehr Kredit. Die muss den Ausgleich muss sie machen. Also das ist das Ganze. Sie hat eine Art Zentralbankenfunktion. Aber sehr wichtig, was sollen sie nicht machen? Wenn du sagst, abbauen, was sollen sie nicht machen? Das tut alles, nachdem sie bleibt gleich wie bisher. Das ist jetzt meine private Meinung. Der Herr Vinzenz wollte diversifizieren, weil er einseitig, die Bank einseitig abhängig ist vom Zinsgeschäft, vom Hypothekargeschäft. Und hat dann zugekauft Asset Management, also Dienstleistungen für Pensionskassen und, so, und Private Banking und so. Und die Stärke, die Raiffeisen sind ihre 2,5 Millionen Kunden, und sie müssen in der jetzigen Organisation mit ihren Banken müssen sie diesen Kunden mehr Dienstleistungen können verkaufen. Das heisst, sie müssen nicht eine Privatbank kaufen, die sie oben anhängen, die können rumspielen, sondern sie müssen dafür sorgen, dass sie die Privatbank unten in diesen Raiffeisenbanken vielleicht die 200 oder 150 von diesen 250 etablieren. Das ist eine Aufgabe, die zentral muss machen, aber nicht sich selber erhöhen.